Jollöchen, wir sind zurück hier bei Dominations. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Wir werden hier erstmal die Ressourcen einsammeln, so wie immer. Jagen dann erstmal auf alle Fälle ein paar Rehe. Wir werden den Baum hier natürlich auch erstmal fällen und dann konzentrieren wir uns auf alle Fälle auf den WK. Ich glaube, da sieht es natürlich erstmal nicht so wirklich gut aus für uns. Also ich glaube, wir legen extrem zurück. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das einfach gleich mal an und checken auf alle Fälle gemeinsam einfach mal die Lage. Also ich weiß natürlich nicht, was ich da so reißen kann. Aber wie gesagt, wir gucken uns die gleich mal an. Außerdem gibt es natürlich ein Update. Und zwar gucken wir da natürlich auch gleich mal rein. Was brauchen wir hier? Wir brauchen auf alle Fälle hiervon noch einen Diamanten. Und dann, wie gesagt, gibt es ein Update. Wenn ich hier einfach mal in den Shop gehe, seht ihr natürlich, wir können Sniper Tower bauen für 3 Mille. Das ist natürlich cool. Okay, das ist Englisch. Alles klar, das ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen. Das andere ist alle Deutsch. 'Auf jeden Fall richtig geile Sache. So ein Sniper Tower. Was gibt's noch? Gibt's hier noch irgendwie was Neues? Nö, das habe ich erstmal nicht so wirklich für voll genommen. Also wie gesagt, irgendwas anderes weiß ich jetzt erstmal nicht. Wenn ihr da eine Peilung habt, schreibt das einfach mal in den Kommentaren, wenn ich hier in den Tempel hier auf der Segen gehe. Ich weiß nicht, hier hinten gibt's natürlich jetzt. Was haben wir hier? Luftüberlegenheitssegen. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Das kann ich euch nicht genau sagen. Der Fallensegen kann ich euch auch nicht genau sagen. Was haben wir hier in der Waffenkammer? Können wir hier noch irgendwie was produzieren? Irgendwas Neues? Nee. Hier können wir noch ein paar Generäle. Okay. Aber ansonsten sieht es eigentlich nicht so prall aus. Von daher müssen wir mal gucken, was wir hier so machen können. Was wir irgendwie in Angriff nehmen. Wie sieht es hier aus mit einer Nobunaga? Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Napoleon natürlich hoch. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich meine Generäle hier weiter pimpen soll oder nicht. Also wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare, wenn euch hier irgendwie was aufgefallen ist. Was hier irgendwie Neues. Kommando. Was ist mit dem hier? Das weiß ich auch nicht genau. Das ist doch neu hier. Armored Car MK1, okay. Ich weiß nicht, können wir jetzt auch natürlich auch ins nächste Zeitalter beziehungsweise schon in Ains nach dem Globalen. Also wie gesagt, wenn ihr eine Peilung habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, dann würde ich sagen, jagen wir hier erstmal alles, was hier rumrennt und anschließend gehen wir auf jeden Fall in den WK, checken da auf jeden Fall gleich nochmal die Lage. Ich weiß nicht, was können wir uns hier überhaupt noch truppentechnisch leisten? Können wir hier noch ein paar Generäle aktivieren? Wir nehmen den auf jeden Fall mit und nehmen Nobunaga mit. Dann nehmen wir hier nach hinten und gucken einfach mal, yo, der Kriegselefant ist auf alle Fälle noch mit dabei und dann würde ich sagen, nehmen wir die Huhnkrieger auch gleich noch mit und dann würde ich sagen, sorry, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den WK, können hier vorher, aber erstmal ein bisschen was einsammeln. Metall, Leder oder Gold. Naja, wenn, dann würde ich Metall nehmen. Müssen wir da erstmal noch mal kurz gucken. So, da müssen wir noch uns ein paar Sekunden gedulden. Außerdem ist natürlich bald wieder was Neues verfügbar, ein neues Event. Und zwar bald verfügbar riesige Beute. Also hier können wir auf jeden Fall wieder gut Beute machen. 16 Stunden. 37 Minuten müssen wir noch warten. Wie gesagt, das Update ist so am Start. Habe ich euch natürlich schon gezeigt, was Neues. Also das, was mir aufgefallen ist. Wenn die Kirin hier, sieht es hier vielleicht ein bisschen anders aus. Keine Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht so die Peilung. So, 31 Gesamtverbündete sind wir. Cool wäre natürlich, wenn er mit dazu stoßen würdet, also All for One heißen wir, seht ihr selbst, bei uns zählt natürlich nur der Sieg, trotzdem mit heute im WK natürlich nicht so nice aussieht, aber trotzdem, wir probieren es einfach aus, so Allianz, All for One, dann das Motto, nur der Sieg zählt für alle, die Bock drauf haben, hier in der coolsten Allianz zu zocken, bla bla bla, dann haben wir natürlich nur Orden erforderlich, 400, Allianz-Typ ist offen, gewählte Sprache ist natürlich Deutsch, also von daher, habt ihr da auf jeden Fall erstmal eine Peilung, wisst ihr auf jeden Fall, was da so abgeht, so, was ist noch neu im WK, das würde ich natürlich wissen, hier in der Forschung vielleicht noch irgendwie was, keine Ahnung, ist immer noch bald verfügbar, gut, okay, also wie gesagt, da wäre ich natürlich, oder bin ich natürlich selbst extrem gespannt, wenn ihr da irgendwie eine Peilung habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, aber wie gesagt, wir gehen erstmal hier hin, holen uns jetzt erstmal unsere Belohnung ab und dann würde ich sagen, ah, was nehmen wir nun? Nee, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal das Gold, das finde ich vielleicht am sinnvollsten.
So, und dann gucken wir uns natürlich den WK an. Da weiß ich natürlich nicht, wie es steht. Also ich bin gespannt. 23:46 habe ich mir schon beinahe gedacht, dass es hier natürlich nicht ganz so cool aussieht für uns. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich gucken, was wir hier nur so reißen können. Der Fünfer, der Vierer sind beide noch frei. Der Dreier, der Zweier, der Erste. Ha, die 7 habe ich auch schon überlegt, ob ich den angreife, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, das sieht natürlich mega mies aus. Also den WK werden wir auf jeden Fall verlieren. Das kommt mir jetzt natürlich erstmal auf die Ressourcen an. Von daher würde ich mal gucken, wie sieht's bei der 7 aus. Wir können uns natürlich auch erstmal die 5 und die 4 angucken. Die 3 habe ich bereits angegriffen, da war natürlich nicht so prall. Aus dem Grund würde ich auch sagen, werden wir die 1 und die 2 erstmal nicht so wirklich nehmen. Wir könnten uns natürlich erstmal erkunden, könnten da nochmal nachgucken, ob wir vielleicht doch machen. Aber ich glaube, naja, ob das so sinnvoll ist, also keine Ahnung. Der Gegner ist natürlich mega prall, hat hier natürlich die mega Base am Start. Von daher denke ich nicht, dass wir hier angreifen sollten. Ich meine, der ist auf 149, ich bin gerade mal auf Level Nummer 144 oder so. Aber wie gesagt, deshalb weiß ich natürlich nicht, ob das so sinnvoll ist. Hier ist Harik natürlich auch wieder mal einen fetten Gegner vor der Brust. Zwei Generäle hat er auch am Start. Von daher lassen wir das natürlich auch erstmal sein. Den haben wir angegriffen. Da bin ich natürlich selbst ein bisschen, naja, geschockt, dass ich da auf jeden Fall nicht so viel rausholen konnte. Aber ich muss sagen, in seiner Base im Stadtzentrum hat er natürlich wieder mal ein paar fette Kanonen gehabt. Also von daher hat er natürlich da gut Bambule gemacht. Das war natürlich nicht so leicht für uns. So, dann haben wir hier natürlich ihn am Start. Hier könnten wir natürlich einreiten, kriegen aber nicht so wirklich Ressourcen für. Also trotzdem, ich sagen muss, ressourcentechnisch kann ich uns eh ja sein, weil die Walde Ding ist einfach mal. Wir werden es nicht mehr schaffen. So, dann nehmen wir vielleicht den Fünfer. Stufe 8. Ich würde fast sagen, wir greifen von hier irgendwie an, von hier oben. So machen wir das auch. Wir greifen von hier an, würde ich fast vorschlagen. Können uns natürlich auch nochmal die 6 angucken, aber wie gesagt, was bringt das? Da ist natürlich schon einen Stern geholt, von daher will ich jetzt natürlich hier probieren, irgendwie 5 Sterne zu holen. Geil wert, aber ich glaube natürlich nicht, dass es was wird. Naja, ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus, checken hier einfach mal die Lage und gucken, was am Ende dabei rauskommt. So, legen wir los. Ich weiß natürlich nicht, was der Gegner hier in seiner Base alles so drin hat, von daher müssen wir hier einfach loslegen. Müssen einfach hoffen, dass hier was am Ende irgendwie. Wie war die? Hallo? Irgendwie hackt das hier voll, ey. So, dann haben wir hier erstmal eine Sabotage rauf und dann sollen die natürlich erstmal loslegen. So, dann kommt da gleich nochmal ein Schutzruf und dann bin ich gespannt, was hier am Ende dabei rumkommt. So, Alter, lass keine Sabotage rufen. So, dann ist das erstmal weg vom Fenster. Das ist natürlich erstmal nice. Gucken, wie es weitergeht. Ich zoome mal erstmal ein bisschen weg. Müssen wir erstmal gucken, was hier so geht. Stadtzentrum, den schnellen Sieg haben wir. Haben wir den? Jo, den haben wir. Auf jeden Fall sieht es erstmal ganz gut aus für uns, glaube ich. Ah, das war natürlich jetzt mies.
Aber ich denke trotzdem, dass wir gute Karten haben, 5 Sterne zu holen. Hoffe ich jedenfalls. Also müssen wir mal gucken. Alter, was haben wir hier gerade verloren? Naja, eine Minute 3 haben wir noch. Ich weiß nicht, ob es reicht. Also kann ich euch natürlich selbst nicht so genau sagen. Also wie gesagt, wir haben natürlich hier beutetechnisch oder ein bisschen was zu zerstören. Von daher wird es natürlich auch nicht ganz so leicht für uns. Hier unten ist natürlich auch noch ein bisschen was zu machen. Da haben wir noch 50 Sekunden. Weil wie gesagt, könnte ja schon enge werden. Zeigt natürlich nie schalten, das war natürlich mies. Wo rennt der jetzt hin? Der rennt da oben hin. Ich glaube, das wird ja schon knapp, das werden wir nicht mehr packen. Mann, mach hin, ne? Da oben ist ja nichts mehr. Ich hoffe, das schaffen wir noch, Alter. Lange haben wir nicht mehr. Alter, das wird richtig knapp. Jo, wir haben es noch geschafft, 100% in letzter Sekunde, von daher haben wir halt richtig gemacht, haben wir die 5 Orden am Start, müssen jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht, was unsere Mitspieler bzw. unsere Allianzmitglieder hier noch so reißen können, also da bin ich natürlich selbst extrem gespannt, also ich glaube, das wird natürlich richtig hart für uns, 28 zu 46, ich meine, wir haben nur noch 5 Kämpfe, theoretisch würde es reichen, aber praktisch, glaube ich, nicht so wirklich dran. Wenn ich mir gucke, wer hat hier angegriffen? Sascha hat noch einen Fight, okay. Kyrandia, okay, oh no. Savage, Pinky auch noch. ML7W auch noch. Okay, wie viel brauchen wir? Wir brauchen insgesamt nur 18 Punkte. Der Feind hat natürlich hier noch einen Fight frei, okay. Hier noch 1, 2, 3, 4. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Gut, okay, von daher müssen wir uns einfach mal überlegen oder hoffen, dass hier noch irgendwie was geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Der WK geht natürlich nicht mehr lange. 2 Stunden, 33 Minuten. Von daher müssen wir dann natürlich erstmal abwarten, gucken, was da am Ende bei rauskommt. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall mega fett, mega krank für uns. So, abbrechen. Na, Truppen anfordern wollte ich ja. Dann würde ich sagen, werden wir für den WK erstmal nochmal sponsoren. So, dann haben wir das natürlich erstmal gemacht. Ich hätte natürlich gerne was anderes gesponsert, aber truppentechnisch hatte ich natürlich jetzt erstmal nichts anderes am Start. So, dann kommen wir natürlich nochmal zum Update. Hier ist auch noch was Neues am Start. Da weiß ich natürlich auch noch nicht genau, was das ist. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. So, it's a dog you can send a citizen to bring back rewards from the world. Greeting, explore button. Okay, da können wir auf jeden Fall erstmal erkunden. Senden. Und dann können wir hier auf jeden Fall was bekommen. Okay. 2 Truppen. Sind die dann weniger hier oder wie? You can replace this one. If you have someone, you can either use. Alter, will ich aber nicht. Upgrade the dog to level 4. 40.000, 2 Stunden dauert es, also das können wir natürlich auch machen, das können wir erstmal upgraden, ich würde sagen, das werden wir auch erstmal machen, so, legen dann hier erstmal los, dann haben wir das Upgrade erstmal gestartet, können wir das gleich nochmal machen, nee, da müssen wir erstmal warten, hier sehen wir unsere Liga. So, dann bauen wir das, wie gesagt, für 2 Stunden erstmal aus. Haben da, denke ich mal, erstmal alles richtig gemacht soweit. Und müssten jetzt auch erstmal wieder warten, bis wir hier irgendwie noch was ausbauen können. Klar, nahrungstechnisch haben wir zwar ein bisschen was am Start. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich noch nicht genau, was ich machen soll. Ich könnte mich hier für irgendwas entscheiden. Aber da fehlen uns natürlich jetzt noch 8000 Nahrung. Hier haben wir für 700.000. 700.000, 1,8. 1,8, 1,8, gut, okay, okay, okay.
Hoch 1,8. Also haben wir natürlich nur die Behen für 700.000. Könnten da natürlich zuschlagen. Könnten wir hier erstmal eine Karawane ausbauen, wenn wir wollten. Aber ich würde sagen, nee, das lassen wir erstmal sein. Wir gucken natürlich später, was wir hier mit unserer Nahrung noch so machen können. Ich weiß nicht, was kann man hier eventuell noch ausbauen. 2 Mille, okay. Aber wir könnten hier unten zuschlagen. 1,25 Mille. So, okay, 5 Tage würde dauern. 4 Typen bräuchten, also 4 Bewohner, von daher lassen wir das natürlich erstmal sein, können sie das erstmal nicht so wirklich leisten und sind für heute auch erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.